Hey ho Freunde, herzlich willkommen mal wieder zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. In der letzten Folge haben wir von Cisne die Nebenquests noch erledigt und dementsprechend sind wir jetzt in Gongaga mit den normalen Nebenmissionen erstmal fertig. Jetzt kommt es darauf an, dass wir die ganzen Schätze und so weiter einsammeln. Dementsprechend würde ich als erstes mal... Ich gucke gerade nochmal. Genau, hier kann ich das später machen, in der Coral-Region. Ging es nicht weiter. Dann gehen wir erstmal zum Chocobo. Auf einem Chocobo. Und suchen hier die Region ab. Irgendwo hier unten wahrscheinlich. Noch mehr. Okay, direkt an der Wand wird es ja nicht sein. Doch an der Wand. Ah, hier draußen, echt? Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, komme ich hier oben lang? Zu der Stadt wahrscheinlich nicht. Ich muss hier hinten rum. Da lang soll ich, okay? Ruft er wieder an? Ja, wahrscheinlich. Cloud, ich konnte an neue Informationen über ein ganz bemerkenswertes Ungeheuer gelangen. Aha. Es handelt sich um den riesigen Tief im Waldhausende. Verzeih bitte. Um einen riesigen Morbol, bei dem mir schon schlecht wird, wenn ich ihn mir nur vorstelle. Da er sich schädlich auf das Ökosystem auswirken kann, bitte ich dich um seine schnellstmögliche Eliminierung. Oh, gar nicht mal so weit weg. So. Oh, ich hasse es. Wie kommen wir denn jetzt hier oben am besten rüber? Pilze, Pilze, Pilze. Renn ich von hier darüber? Ja, ich bin da so ein bisschen unschlüssig. Wo bist du denn, du mein Freund, hä? Ja?
Ah ja. Manchmal muss man einfach klettern. Ja, geht doch ein bisschen hoch, ne? Oh nee. Was jetzt verkackt? Scheint mir so, Mist. WTF? Was war das denn jetzt gerade für ein Weitersprung? Ich hasse es. So schön wie die Region auch sonst aussieht, aber ich hasse es, hier wirklich lang zu laufen. Wieder ein Hase. Oh, 6000 Gold. Na gut, die nehme ich gerne mit. Hier komme ich nicht lang, ne? Nee. Dahin. Was? Die Richtung. Aha, aha. Ach, hier hinten. Ganz ehrlich, ich hasse das hier lang zu laufen. Wie komme ich denn nur da am besten hin? Von den Funkturm hier hoch. Eigentlich hätte es ja hier irgendwie einen Weg rübergeben müssen. Aber ich versuche es nochmal von hier aus. So, wenn ich jetzt rechts neben mir gucke, müsste es hier irgendwie einen Pilz geben. Ja,
wird es wahrscheinlich nur wieder oben geben, oder? Ja, da ist der Pilz. Ach, ich hasse es. Oh. Komm ich doch auf der falsch? Ah, warte mal, ich probier mal. So, ich spring da einfach rum. Wollte gerade sagen. So, den Pilz da hinten brauche ich. Nicht den. Den da hinten eigentlich. Okay, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Und hier in der Ecke gibt es noch mal einen. Der ist klar. Wenn ich den da lang gehe. Hier nach oben. Es ist doch zum Mäusemelken. Oh Mann, oh. Komme ich denn von hier rüber? Super, wieder ein Weg, den ich so nicht brauche. Ich hasse es. Ich glaube, ich komme fast nur über die Brücke hier lang, oder? Das scheint der einzige Weg zu sein. Das ist echt wie so ein Labyrinth. So, na geht doch. Meine Fresse. Oh, hallo, schön. Na, mein kleiner Freund.
Na los, sag an, wo ist es denn? Oh, hier um die Ecke. Okay. Wird es wahrscheinlich wieder noch einen versteckten Schatz geben. Wir brauchen noch mal Synthese. Was hatten wir denn da? Kann man beides herstellen. Sehr schön. Talisman der Hexe für Red 13, würde ich fast sagen, obwohl. Ja, doch, Talisman der Hexe für Red. Fahren wir hin denn. Hier ist er. Genau. Sie hat schon Frost, okay. Schlaf. Halt. Synthese wollte ich noch gucken, ob es da nochmal gab. Ja, der Arcane Ohrring. Echt? Den hatte ich noch nicht. Okay. Ah, immer die Gunst des Planeten. So. Mein Kampfereignis. Wir haben Feindesgebiet betreten. Jetzt ist Vorsicht geboten. Kiras Panzer identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Volle Konzentration. Sehr oft von Bauern in der Landwirtschaft eingesetzt. Doch die Zahl der Exemplare nahm mit der Zeit immer weiter ab. Schließlich folgten nach dem Reaktorunfall auch die letzten von ihnen Berufsverhältnis und gehen los in den Wäldern. Ursprünglich handelte es sich um friedvolle Pflanzenfresser. Doch in den letzten Jahren sollen sie mitunter in Gruppen andere Ungeheuer attackiert haben. Sicher ist das auch. Nachdem es bestimmte Attacken eingesetzt hat, wird es schockanfällig. Ist die Schockleiste voll, geht es in die Abwehrstellung. Dieser Wesensänderung schuld. Wir können nicht wissen, welche Veränderungen sie noch vollzogen haben. Hier ist wirklich allergrößte Vorsicht geboten. Ihr macht das großartig! Stirb! Stirb!
Los! Stirb! Jetzt Schluss! Das kommt ja nur beim Zuschauen wie! Genau so! Phoenix, nicht übertreiben! Überlass das mir! Da! Verbrenne! Zack! Ha! Dein Einsatz! Überlass das mir! Ich mach das. Wieso? Oh, ist doch ganz schön knapp. Dann übernimm. Ich leg los. Feuer! Es macht Spaß, diesen Kampf zuzusehen. Viel Erfolg. Bin ich jetzt drin? Lass mich mal. Mist. Das war doch schon mal nicht schlecht. Die restlichen Zielvorgaben können wir auch später noch nachholen. Ja, mache ich euch gleich sofort. Chocobo. Essen, ausruhen. Will ich hier nochmal kurz gucken und dann komme ich wahrscheinlich nicht einfach so da lang. Muss ich außen rum wahrscheinlich hier rum. Ja. Ich will erst mal gucken. Da kommt man generell nicht lang. Gut zu wissen. So.
So, genau, hier oben. Okay, es gäbe generell einen Sprung hier rüber, den will ich aber nicht machen. Direkt neben dem Turm. Echt jetzt? Ihr wollt wieder verarschen. Direkt von neben der Spitze vom Turm. Na gut, da hätte ich eh nicht hochklettern können. Wo komme ich denn da rüber? Das sieht generell nicht danach aus. Oh, geh runter. Nee, da komme ich nicht lang. So hoch komme ich nicht, okay. Jetzt glaube ich auch nichts weiter gegeben, oder? Genau, den Weg lang in Süden. Wieder oben lang. Ich krieg die Krise. Mensch. Geht's nicht nach oben, okay? Aber nach unten. Hier biegt doch gleich was Gruseliges um die Ecke. Seltener der Gigantenspezies identifiziert. Rufe das? Verzeichnis auf. Hauptcharakteristikum der Galligandi sind ihre auffälligen Fangzähne. Es heißt, sie stammen ursprünglich von einem weit entfernten Kontinent. Dort sollen sie als heilige Kreaturen verehrt worden sein und sogar das Wappen der Königsfamilie geschmückt haben. Man kann nur Theorien aufstellen, die sich nun im Gongaga niedergelassen haben. Doch vermutlich hat das reiche Marco-Vorkommen sie angelockt. Die Lebensbedingungen scheinen ihnen zuzusagen, wenn ihr Territorium. Nur kein Über. Doch, immer weiter auf. Wie wirkt sich dieser Exot auf das Ökosystem von Gongaga aus? Um das herauszufinden, brauchen wir unbedingt diese Kampfdaten. Ich zähle auf dich. Es geht los. Kurz und klar. Gib auf dich acht. Überlass das mir. Ein Sonnenstrahl bleibt kein Auge trocken. Wechsel. Ich übernehme. Es hagelt. Keinen Kopf. Das war's! Ich liebe hier richtig mit! Nimm das! Der Feind ist geschwächt! Ich hab genug! Warte mal, jetzt will ich mal gucken wegen Schock anfällig. Kann ich schaffen! Triff ihn mit mächtigen Fertigkeiten, während er im Hinterhalt liegt. Okay. Tschüss! Er muss liegen. Die Mission noch nicht ganz abgeschlossen! Damit geben
Nein, tun wir auch nicht. Das war eine überzeugende Vorstellung, klar. Aus den Kampfdaten habe ich eine neue Simulation in den Kampfsimulator einstellen können. Und ich habe für die Ausbalancierung der Simulation gesorgt. Cloud, schau sie dir demnächst doch mal an. Mächtige da drüben zu der Höhle noch. Ja. Wenn wir jetzt auch noch woanders lang gehen können, nee, ne? Nein, geh nicht. Boah, bleib hier. Nee, nicht zum Hochklettern. Runter? Nee. Geht's nicht. Komme ich denn von hier lang? Glaube nicht, ne? Komme ich denn von hier hinten ran? Komm schon, Chocobo kommt doch da locker hoch. Kannst du mir nicht erzählen, dass er da nicht hochklettern kann? Vielleicht hinten übers Wasser? Ja, sieht so aus. Nichts mehr ins Gepäck.
Hey, ein neuer Regionsbericht, mal wieder. Ah, das wollte ich doch nicht. Okay. Wollte ich ja alles später nochmal lesen. So, genau, das hätten wir. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir am besten hier hinten hin zu dir? Ich würde sagen, von hier aus da runter. Von hier aus komme ich definitiv hier hin. Ja, die zwei hier drüben, ah, da weiß ich noch nicht. Hier muss es ja irgendwie einen Weg hoch geben. Der Pilz zeigt darüber, okay. Hier sieht es halt aus, als ob es eine Höhle direkt nach unten gibt. Nehme ich mal gleich so mit. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder eigentlich am Ende einer Folge angekommen, Freunde. Von der Zeit. Na Mensch. Es ging ja heute mal wieder wie im Flug vorbei. Hier? Komme ich denn da weiter? Nee, ne? Hahaha, genau, das war wieder der Mist beim letzten Mal. Ah, ich hasse es. Das heißt, ich komme doch da wieder nach oben lang. Ah, stimmt. Da kommst du irgendwie nur wieder oben lang oder von der anderen Seite. Dann nehmen wir mal hier. Hallo? Du sollst runter, nicht hoch. Der Morbul ist ja rechts. Wir müssen aber links rum. Die Fotolocation erreicht. Sehr schön. Ah, hier. Hauptmenü. Halt, falsch. Fotomodus, danke. Ja. Ja. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So, dann holen wir noch den Regionsbericht. Wie komme ich dann hier hoch, frage ich mich gerade. Hm. Ah gut, wird sich auch noch ergeben in der nächsten Folge. Rechts lang. Wenn ich da nach links gehe. Ah ja, guck mal, Pilze, Pilze. Sprudelt hier richtig. Was ist er denn? Da hin schwimmen? Eins so, hm? Ah ja, hier. Na dann, Freunde, sammeln wir den ein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Final Fantasy 7 Rebirth. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und empfehlt mich ansonsten auch gerne weiter.
Habe ich jetzt alle Regionsberichte, ja? Cloud, ich habe die Daten der Lebensquelle analysiert. Auf diese Weise konnte ich einen neuen Synthesechip orten. Na, nicht schon wieder. Suche bitte die überwucherten Ruinen im Wald ab. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, stammen die Bauten dort noch aus der Zeit vor der Republik. Das ist ja ein richtiges Abenteuer. Aha. Wo genau? Ah ja, gut, da wollte ich sowieso noch hin. Na dann, Freunde. Ciao, ciao. Bis dahin. Mal gucken, wie wir jetzt dann irgendwie da hochkommen. Trainingseinrichtung Feuerroter Phönix. Ja, gut. Mal schauen. Kriege ich schon irgendwie hin. Sag noch ciao, ciao und bis dahin. Auf den Chocobo.